Hallo und herzlich willkommen zur finalen Folge von GTA 3 in der Definitive Edition, hier beim 100% Platin Run. Und beim letzten Mal haben wir die letzten drei Missionen bei Asghar Kasen gemacht. Und jetzt fehlt nur noch eine einzige Mission, die finale Mission, die Übergabe. Dachte ich zumindest. Denn ich hatte ja am Ende der letzten Folge schon so meine Zweifel, weil hier eben stand und auch noch steht 71 von 73 Missionen. Und ich muss euch sagen, ich habe auch schon die finale Folge aufgenommen gehabt. Ich habe einfach dann die Übergabe gemacht und dachte mir, okay, es gibt ja die Mission das Lösegeld. Und ich dachte vielleicht, wenn ich dann zum C fahre, dann wird das vielleicht als zwei Missionen gewertet und dann kriege ich die Platin-Trophäe. Dem war aber nicht so. Deswegen habe ich die Folge jetzt verworfen. Ich werde euch aber später nochmal einen Ausschnitt zeigen, wo ich eben die Trophäe für die Übergabe bekomme. Und wie ich Catalina einmal kurz besiege, das werde ich euch einmal reinschneiden, damit ihr das auch einmal sehen könnt. Aber jetzt habe ich nochmal neu geladen und ja, ich habe eine Checkpoint-Challenge vergessen. Und zwar ist das Vollgas im Parkhaus und ich bin gerade auf Staunton Island, wie ihr sehen könnt, und sitze in einem Stallion und dann ist diese Markierung hier aufgeploppt. Das gab es im Original nicht, das ist jetzt scheinbar etwas Neues aus der Definitive Edition. Und so weiß man natürlich direkt, wo man sich hinstellen muss. Früher musste man sich hier immer hinparken. Und, ja, die Yardies sind böse. Vollgas im Parkhaus, ich war eigentlich verhaftet, aber egal. Du hast 2 Minuten, um 20 Checkpoints im Parkhaus zu passieren. Du erhältst 20 Sekunden am Start und je 5 Sekunden für jeden Checkpoint. Die Zeit läuft ab sofort, das ist ganz wichtig zu wissen. Man muss sofort Gas geben. So, ich habe mich schon ein bisschen schlau gemacht. Es gibt 4 Checkpoints pro Ebene. Also immer 4 Stück und dann könnt ihr weiter. Ja, und ja, wo soll ich anfangen? Also, ich habe mir alle möglichen Gedanken gemacht, nachdem ich dann die letzte Folge, also die finale Folge, dann zum ersten Mal aufgenommen hatte. Ich dachte wirklich dann irgendwann, okay, du hast vielleicht irgendwie eine Mission vergessen oder sowas. Irgendeine, ihr wisst ja, man kann ja Missionen verpassen in diesem Spiel, weil man ja gewisse Auftraggeber tötet und aber auch für diese Mission machen muss. Und dann dachte ich mir so, okay, eigentlich hast du das ja genau gemacht, aber vielleicht hast du ja mal irgendwann mal einen falschen Spielstand geladen, weil das kann ja gut und gerne passieren, hier in der Definitive Edition, weil, naja, die Spielstände haben kein Datum und keine Uhrzeit. Und wenn du eine lange Zeit lang keine Mission machst, dann ändert sich der Name des Spielstandes ja auch nicht. Und dann dachte ich mir so, okay, vielleicht hast du da irgendwie einen Fehler gemacht und dann dachte ich mir, scheiße, muss ich jetzt das ganze Spiel nochmal neu spielen auf 100%? Und dann, ja, ich war schon komplett down dann auf jeden Fall, verständlicherweise, weil ich habe mir heute an dem Wochenende am Sonntag vorgenommen, die Platin zu holen, auch noch vor Hogwarts Legacy, das war mir ganz wichtig. Und, alter, schlittert das Ding, holy shit, der ist ja sonst schon so nicht gut auf der Straße, aber das ist jetzt wirklich extrem. Und dann habe ich mir so viele Gedanken gemacht, ich war so verzweifelt und habe dann schon versucht irgendwie, ich dachte schon so, okay, vielleicht hat das Spiel irgendwelche Missionen nicht angerechnet und dann habe ich einfach einen alten Spielstand nochmal genommen und nochmal ein paar Missionen nachgespielt. Hab dann aber auch festgestellt, so, ja, bringt ja nicht so wirklich was. Oh shit, das war jetzt, oh Gott, das war's. Ich hätte mehr Schwung nehmen müssen. Was ein Fail. Ja gut, dann mache ich es halt nochmal, es ist nicht so wild. Ich habe das ein bisschen unterschätzt. Dann habe ich ein bisschen mehr Zeit noch weiter zu labern. So, Vollgas im Parkhaus. Ja, Omi, schlitter mal bitte von meiner Motorhaube runter. Oder von dem, was noch davon übrig ist. Ja, es ist ein easy Checkpoint-Rennen. Das ist total einfach. Aber ich habe einfach zu wenig Schwung genommen. Das war gerade nicht so clever von mir. Ja, wie gesagt, ich habe einfach versucht, ein bisschen was nachzuspielen. Habe dann aber auch realisiert, so nach 1,5 Stunden oder so circa, 2 Stunden vielleicht auch, das bringt nichts. Und dann dachte ich mir schon so, okay, du musst das ganze Spiel noch neu spielen auf 100%. Ich dachte mir schon so, wie sag ich euch das am besten? Und ja, dann hätte ich halt GTA 3 pausiert, weil ich habe jetzt auch nicht die Zeit, mal eben so innerhalb von einem Tag oder 2 Tagen oder von einer Woche hier, das Spiel komplett durchzuspielen. Und dann habe ich mir halt so gedacht, okay, dann lade ich halt alle Folgen hoch, die ich noch so habe und dann pausiere ich das Let's Play. Was halt ultra ärgerlich wäre, weil wie gesagt, ich wollte vor Hogwarts Legacy unbedingt hier die Platin holen. Und dann fing ich an, ein bisschen zu googeln und habe dann gesehen, okay, was wird eigentlich als Mission hier gewertet? Und dadurch konnte ich dann halt schon ganz viele Dinge ausschließen, wie zum Beispiel die Päckchen oder die Monster-Stunts und so. Das sind alles so Dinge, die ich ausschließen konnte, weil das keine Missionen sind in dem eigentlichen Sinne. Die werden also nicht
Die zählen nicht zu diesen 73 Missionen in dem Spiel. Und ja, dann bin ich so durchgegangen. Ich dachte vielleicht, okay, vielleicht hast du eine Toys-Mission vergessen oder sowas. Kann ja passieren, aber dann dachte ich mir auch eigentlich so, okay, du hast aber eigentlich die Trophäe für die Toys-Mission bekommen. Also hat das Spiel ja schon anerkannt, dass du und auch registriert, dass du alle Toys-Missionen gemacht hast. Und dann ging es weiter mit den Checkpoint-Challenges. Dann bin ich die durchgegangen, hab dann so aufgezählt, so im Kopf so, okay, es gibt die Patriot Rally, die hast du gemacht, dann gibt's hier Spazierfahrt im Park, das hast du gemacht. Und dann gibt's halt noch hier das Checkpoint-Fieber. Und ja, dann habe ich mir gedacht, das ist es auch nicht. War dann schon in der Küche, hab mir Essen gemacht gerade, Abendessen. Also es ist nicht wirklich lange her, ich habe gerade eben noch was gegessen. Und dann kam mir auf einmal so ein Geistesblitz. Ich habe so gedacht, hä? Das sind doch 4 Checkpoint-Challenges in GTA 4. Ich habe jetzt aber gerade nur 3 aufgezählt. Was ist denn mit der Nummer 4? Und dann hat es Klick gemacht. Ich bin also sofort ins GTA-Wiki gegangen und habe dann halt gesehen, da gibt's Vollgas im Parkhaus. Und dann war es mir klar, das ist das, was fehlt. Und jetzt haben wir 72 von 73 und ich kann euch wirklich sagen, ich werde jetzt die Platin-Trophäe bekommen. Die kann mir keiner mehr nehmen. Und ich habe da 2 Stunden lang rumgeeiert und geguckt und gemacht und getan. Und ich dachte schon, also für mich war das Wochenende schon wieder so gelaufen, weil das wäre das gewesen, womit ich dann zu Bett gegangen wäre. Und das wäre einfach nur so ein Tiefschlag gewesen. Weil es ist so, ich habe immer mal gehört von euch und auch von anderen und immer mal wieder gelesen, okay, es gab schon Leute, die hatten diese Probleme, die hatten dann wirklich das Problem, dass ihnen eine Mission gefehlt hat oder so oder irgendwas hat gefehlt und deswegen mussten sie das ganze Spiel nochmal neu spielen. Und ich bin bisher immer verschont geblieben von sowas, in all meinen GTA-Let's Plays von sowas. Ich musste nie ein komplettes Spiel nochmal nachholen oder irgendwas. Und ich wollte auch, dass das so bleibt. Und plötzlich war das irgendwie so realistisch und so nah, dass mir das auch passiert ist. Und deswegen ist das jetzt umso schöner, dass ich jetzt hier einfach mit euch das Finale genießen kann. Also ich werde euch, wie gesagt, nochmal reinschneiden, wie ich die eine Trophäe bekommen habe. Ich kann euch das sogar mal zeigen. Dann habt ihr die auch schon mal gesehen. Die habe ich heute geholt, also genau, nicht so schnell, vor 2 Stunden schließe die Übergabe ab. Das werde ich euch dann einmal reinschneiden und halt auch den Moment, wo ich Catalina das erste Mal gekillt habe. Ich muss zudem noch sagen, ihr kennt doch noch den kugelsicheren Patriot, den man von Ray bekommt. Den habe ich vom Versteck in Staunton Island hier rüber verfrachtet, nach Shoreside Vale und unten ins Versteck. Das wird nämlich gleich sehr nützlich werden. Aber jetzt lasst uns mal hier hin, weil Catalina hat uns ja zur Villa hier bestellt. Denn hier soll ja die Übergabe stattfinden. Denn ist es noch mit drin? Nee, ist nicht mehr mit drin. Ihr Brief war noch mit drin. Sie hat halt gesagt, wenn du Maria wieder haben willst, dann musst du herkommen zur Villa und mir 500.000 geben. So ungefähr. Und ja, das werden wir jetzt mal machen hier. Jetzt habe ich natürlich schon eine gewisse Übung da drin, aber ich habe das ja eh schon gekannt, das Finale. Von daher, naja, gehen wir mal rein. Die Übergabe. Si, si, bueno. Pa' que es idiot? One of these Scarface idiots. The real question is, did you turn up to rescue Maria or to get me back? Well, I got news for you. Shooting you will be a pleasure, but dating you was only business. You are muy pequeñito, amigo. Throw over the cash. You have been a busy boy, but you haven't learned. I'm not to be trusted. Kill the idiot! Das hättest du wohl gerne. Boom. Schnapp dir Catalina.
Hallo? Lol. Lol? Okay, das lief, läuft ja nicht so wie geplant. Mach die scheiß Tür auf. Oh, was jetzt? Ein Helikopter. Oh nein, dem müssen wir folgen. Aber ich will mir das ja so ein bisschen zunutze machen, dass ich die Päckchen alle gesammelt habe. Und so kann man sich das sowieso ein bisschen einfacher machen in dieser finalen Mission, weil man einem werden ja alle Waffen abgenommen normalerweise. Ich habe das auch im klassischen Let's Play, glaube ich, schon so gemacht. Auch gerade lustiges Detail, dass ich 69 Leben habe. Das ist auch schon wieder. Also, ist das Zufall oder nicht? Ist ja die Frage, aber auf jeden Fall werden einem ja alle Waffen abgenommen, aber man kann trotzdem hier unten runter zum Versteck. Ich weiß bis heute nicht, warum sie das nicht deaktiviert haben, weil dadurch macht man sich das wirklich um einiges leichter. Und dann bekommt man hier alle Waffen, eine kugelsichere Weste, man kann sich das Leben nochmal auffüllen. Und jetzt kommt Rays Schmuckstück zum Einsatz. Und ich weiß echt nicht, warum hier manchmal die mittlere Tür aufgeht und manchmal die auf den beiden Außenseiten. Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Weiß das einer von euch? Ich habe keine Ahnung. Ist wahrscheinlich wieder so ein Feature der Definitive Edition. Das haben sich die Fans gewünscht. So. Okay. Der ist kugelsicher, das heißt, es wird gleich super einfach sein, an den ganzen Kolumbianern vorbeizufahren. Und ja, dann freue ich mich endlich mal, ja, mit Kellerlina abzurechnen und dann auch noch die Platin-Trophäe zu bekommen. Ist natürlich schade, dass ich jetzt schon die Trophäe nicht so schnell bekommen habe, weil das hätte eine schöne Kette werden können aus 3 Trophäen inklusive Platin. Also 2 normale und 1 Platin. Aber es ist jetzt halt einfach so, wie es ist. Und ich bin überhaupt jetzt froh, dass ich an diesem Tag jetzt heute noch die Platin holen kann. Und dann kann ich einfach ruhigen Gewissens jetzt in die nächste Woche gehen und die Folgen nach und nach alle hochladen und dann kommt halt Hogwarts Legacy und dann geht der Trophäenspaß von vorne los, aber ja, ich bin vielleicht schon ein bisschen verpeilt, aber ich hatte eigentlich auch nicht mehr damit gerechnet, dass ich jetzt hier das noch machen kann. Deswegen bin ich einfach nur, ja, vielleicht ein bisschen verpeilt. Vielleicht, oh, Mr. Whoopi in der Finalfolge auf Shoreside Vale auch noch nie gehabt, glaube ich. Außer bei den Feuerwehrmissionen vielleicht. Wow. Ja, vielleicht will er damit auch Lebewohl sagen erstmal. Aber ich kann euch sagen, es wird nochmal eine Bonusfolge irgendwann kommen. Denn es gibt ja noch ein paar Social Club Achievements, die ich mir noch nicht geangelt habe. Und die würde ich gerne in einer Bonusfolge holen. Aber diese Bonusfolge wird nicht zum Let's Play zählen. Wird also auch nicht die Folge 30 werden oder so. Weil das einfach absurd ist, was man da macht. Ich habe das schon mal gesagt. Das hat nichts mehr mit dem 100% Platin Run zu tun. Deswegen werde ich das nicht machen. Hi. So, Catalina ist im Heli und ja, ihr wisst, was jetzt zu tun ist. So, ich mach die mal eben alle. So, du brennst. Wow. Okay, ich muss jetzt wirklich mal langsam mal hoch. Ich bin mir nicht sicher, ob das Ding explosionssicher ist. Kugelsicher, ja. Explosionssicher, I don't know. So, Shotty. Hi. So, Catalina kommt rum. Ich will sie eigentlich jetzt auch schon mitnehmen. Claude. Ja, wow. Sie ist nicht tot, oder? Ha! Maria ist tapfer. Die sterben direkt und sie überlebt das einfach. Sie hat einfach einen Shotgun. Es ist so geil. Sie überlebt einfach einen Shotgun-Schuss. So, und jetzt rechnen wir mal ab, Catalina. Und gleichzeitig hole ich mir die Platin-Trophäe. Catalina killen und die Platin bekommen. Das ist ja wohl der Himmel auf Erden. So. So, Catalina. Komm ran. Oder kann ich dich schon wegsnipen? Ich hab dich. Ha, das war's, Leute. Wuhu! Platin! Yay! Oder lebt sie noch? Ich glaube, nein. Oder sollen wir nochmal nachgucken? Ach nee, Claude kann ja nicht schwimmen. Hä? Hi, Maria. Wir haben dich gerettet. Yay. Musik ist an, oder? Das heißt, in den Credits wird gleich Musik ertönen. Habe ich nämlich mal angemacht vor dieser Folge. Ja, ist an. Okay, super.
Residents in Cedar Grove have been coming to terms with the emotional aftermath of a full-blown war that hit the area yesterday. Local resident Clive Denver described to police a single gunman that he saw fleeing the scene with a dark-haired woman. Oh, you know, we're gonna have such fun, because you know, I love you. I really do, because you're such a big, strong man, and that's just what I need. Anyway, what was I saying? I forget, but you know what it's like, don't you? The sound of explosions shook nearby homes as people ran for cover. Several citizens were injured in the panic as gunfire was exchanged between ground forces and a helicopter circling the dam. Yeah, we got a good view from down here in the gardens. When the copter finally got taken out, better than the fireworks on the 4th of July. With the death toll already over 20, police are still finding bodies. There have been no official denials concerning rumors that the dead were members of the Colombian cartel, and still no leads as to the cause of the massacre. I broke a nail and my hair is ruined. I mean, can you believe it? This one cost me $50. Bang! Ja. Der legendäre Schuss in den Credits, wo ja immer spekuliert wurde und wird. Hat Claude da gerade Maria ermordet oder hat er nur in die Luft geschossen? Also ich kann mir gut vorstellen, dass er sie wirklich umgebracht hat. Und ich muss hier gerade mal die Credits auf meinem Ohr hier ein bisschen leiser machen, die Musik. Sonst ja, neige ich dazu, immer so zu schreien, weil man immer versucht, das zu übertönen. Aber das muss ja gar nicht sein. Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass er sie umgebracht hat, weil die hat ja einfach nicht aufgehört zu quasseln. Und das mag Claude ja gar nicht. Und ich glaube, er hatte jetzt nach diesem Finale auch wirklich genug erstmal. Und wollte nicht gleich eine neue Beziehung anfangen, die dann vielleicht wieder so geendet wäre. Und wir kennen ja auch Maria aus Liberty City Stories und wissen, wie sie so drauf ist. Von daher, gar keine so schlechte Entscheidung, Claude. Aber ja, Leute, das war auf jeden Fall GTA 3, die Definitive Edition, die nicht ganz so Definitive Edition mäßig jetzt war, wie man das vielleicht erhofft hatte, als es angekündigt wurde. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da hätte wirklich Rockstar einfach mal dasselbe anpacken sollen und den Fans mal was zurückgeben sollen für die ganzen Erfolge, die sie gefeiert haben, die durch die Fans entstanden sind. Und gerade diese drei Teile, diese Trilogie, diese legendären drei Teile der PS2-Ära, die haben Rockstar doch erst in die Position gebracht, dass sie solche Spiele wie GTA 4 und GTA 5 überhaupt erst machen konnten. Deswegen finde ich das so traurig, dass sie einfach diese drei Legendenspiele einfach an irgendeinen Mobile-Hersteller, Entwickler meine ich, abgedrückt haben und gesagt haben, hey, ja, macht mal. Wir haben keine Lust, keine Zeit dazu. Ich weiß es nicht. Also, da hätte man so viel mehr machen können. Grafisch vor allem auch noch. Also, da hätte man so viel rausholen können. Ich meine, es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Ich möchte hier, ja, ich habe auch versucht, nicht immer, ich habe ein paar Sachen mal angesprochen, habe mal gesagt, okay, Definitive Edition, wenn du meinst und solche Sachen. Wenn ich gesehen habe, wie einige Texturen dann immer geschwebt haben, zum Beispiel irgendwelche Fahrbahnmarkierungen oder so, das muss halt wirklich nicht sein. Das ist halt dann echt, echt schwach und das muss man auch so deutlich sagen. Ich mag zwar Rockstar an sich eigentlich, aber trotzdem muss ich einfach sagen, dass man hier einfach Potenzial verschenkt hat. Es hat trotzdem Spaß gemacht, wie gesagt, einfach Trophäen zu sammeln mit euch zusammen und das habe ich bei GTA 3 ja noch nicht gemacht bisher und deswegen hat das echt Spaß gemacht. Die Frage ist, hätte es vielleicht mehr Spaß gemacht in der klassischen Version für die PlayStation 4 mit Trophäen? Hätte sein können. Aber leider hat Rockstar ja entschieden, diese Version für die Konsolen nicht mehr verfügbar zu machen. Auf dem PC haben sie dann irgendwann gesagt, okay, wenn ihr die Definitive Edition kauft, dann kriegt ihr die klassische Trilogie auch noch gratis mit dazu. Warum kann man das nicht auf der Konsole auch so machen? Wenn sie wollen, dass man die Definitive Edition kaufen muss, wenn man das damit koppeln möchte, macht das doch. Aber wo ist denn das Problem, dass man dann die klassische Trilogie bekommt? Also, dann hat man das Spiel doch gekauft, die Definitive Edition. Dann habt ihr doch das, was ihr haben wolltet. Das verstehe ich halt nicht so ganz, aber ja, es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich habe einfach versucht, die negativen Dinge so ein bisschen auszublenden, weil wenn man die ganze Zeit im Let's Play immer nur über ein Spiel herzieht, das wäre ja auch nicht cool gewesen. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte ja auch meinen Spaß, so ist es ja nicht.
Ich bin vielleicht jetzt auch nicht ein Paradebeispiel dafür. Ich bin nicht so ein anspruchsvoller Spieler wie vielleicht manch anderer. Ich bin nicht so, ich gucke nicht so auf die Grafik. Ich kann dem Spiel auch einige Fehler verzeihen, technische Fehler. Da bin ich auch einfach nicht die richtige Person, um da eine konstruktive Bewertung abzugeben. Weil ich meistens einfach sagen würde, das Spiel hat mir gefallen. Weil das sowieso auch immer ein bisschen dadurch verfälscht wird, dass ich halt das Spiel einfach Let's Playe. Und einfach das Let's Playen an sich, unabhängig vom Spiel, macht mir schon so viel Spaß. Ich würde nicht sagen, dass es eigentlich völlig egal ist, was ich spiele. So weit würde ich nicht gehen. Aber es wertet eigentlich jedes Spiel nochmal ein bisschen auf. Weil ich einfach so Spaß habe, Videos aufzunehmen und zu kommentieren. Und das ist für mich einfach nochmal so ein richtiger Boost, dann egal bei welchem Spiel. Und so könnte ich auch Spiele spielen, die ich vielleicht privat nie angerührt hätte. Und weil sie mir einfach dann als YouTube-Projekt vielleicht Spaß machen. Und ich glaube, jetzt ist der große Moment gekommen, würde ich sagen. Ich glaube, jetzt ist das Ende da. Oh Junge, es geht los. Hm? Ja, König von Liberty City, sie ist da, die Platin-Trophäe. Ja, ist natürlich jetzt nicht so emotional vielleicht. Also, ich will irgendwann auch mal Spiele machen, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind. Von der Platin-Trophäe her, wo man auch sich übelst freut dann. Hier ist es eher so eine Erleichterung, dass man es jetzt endlich geschafft hat, dass man die Päckchen gesammelt hat, dass man die Rampages gemacht hat, dass man die Monster-Stunts gemacht hat, dass man die Import-Export-Mission gemacht hat. Generell alle Nebenmissionen, die Hauptmission. Es ist einfach am Ende die Bestätigung, dass man das alles nicht vergebens gemacht hat. Und muss eben nochmal hier ein bisschen lauter machen. Jetzt ist es so, in GTA 3, dass es hier ja keine 100% Belohnung gibt, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Das habe ich, glaube ich, im klassischen Let's Play vom Original auch gesagt. Denn die Belohnungen sind ja der Weg zu den 100%. So habe ich das damals, glaube ich, gesagt. Man bekommt ja hier die Päckchenbelohnung. Und die Päckchen muss man holen, wenn man die 100% haben will. Heißt also, es ist jetzt nicht die direkte 100% Belohnung, aber man bekommt halt doch irgendwas auf dem Weg zu den 100%. Aber nichts konkret jetzt für das Erreichen der 100%. Umso schöner ist es natürlich, wenn man dann Trophäen holt, dass man da zumindest irgendwas hat, was überbleibt. Und ja. Ich kann euch jetzt eben nochmal den Moment einblenden, wo ich Catalina erledigt habe. In meinem ersten Versuch. Also bei der ersten Aufnahme der finalen Folge. Ja, ich blende euch das mal genau jetzt ein. Ja, dann. Bang. Ja, dann bringen wir es zu Ende, aber keine Ahnung, was das jetzt wird. Ja, keine Ahnung, es ist wirklich wild. Ja, drehen nochmal eine Runde, wobei ich will dich eigentlich jetzt schon erledigen. Ciao, Catalina. Ey, deine Chefin ist schon tot, Mann. Sei mal ruhig. Tja, das ist es eigentlich, aber ich glaube, die 100% bleiben mir verwehrt. So leid es mir tut. Ich hätte euch jetzt wirklich die Platin gezeigt, aber ich muss, glaube ich, gleich mich nochmal auf die Suche begeben. Und ich habe nicht. Ja, so ist das Ganze passiert. Ja, da habt ihr auch nochmal gesehen, wie ich die Trophäe bekommen habe. Die eine nicht so schnell und ja, was soll ich sagen? Ich bin mega happy. Die nächste Platin-Trophäe, die ich mit euch zusammen geholt habe. Und da werden noch einige in der Zukunft dazukommen. Und es macht Spaß. Ich meine, am Anfang hatte ich noch echt wenige. Jetzt habe ich halt mittlerweile immerhin 3. Das wird natürlich bei mir niemals so schnell gehen wie bei jemandem, der das akribisch in seiner Freizeit abseits von YouTube macht, der ein Spiel nach dem anderen da durchballert. Das sind natürlich alles YouTube-Projekte und ich plane auch nicht, auf diesem Account hier privat zu spielen. Alles, was ich hier mache, werde ich auf YouTube veröffentlichen und so wird das halt dann auch ein bisschen dauern, bis hier mal eine 10 steht oder so. Aber wenn man dann hier durch die Trophäenliste geht, dann ist es einfach so, denn dann sieht man, hat man hier irgendwann eine lange Liste vor sich und hat einfach die ganzen Erinnerungen an die YouTube-Projekte. Hat vielleicht irgendwelche Bilder vor Augen von lustigen Momenten, die da passiert sind und hat so eine kleine Übersicht von allem, was man so gemacht hat. Zumindest auf der PlayStation. Ja,
Hier ist sie. Und ich habe das schon mal irgendwann angesprochen. Ich würde mich noch nicht als König von Liberty City bezeichnen. Dafür fehlt mir noch die GTA 4 Platin und halt auch die 100% aller Trophäen in The Lost and Damned und in The Ballad of Gay Tony. Dann würde ich diesen Titel vielleicht annehmen. Aber eigentlich gebührt dieser Titel eher Speedrunnern, die vielleicht den Weltrekord aufgestellt haben oder so. Dann würde ich mich auch als König von Liberty City bezeichnen. Aber egal, ist ja nur ein Name. Der Platin-Trophäe ist ja völlig egal. Übrigens finde ich das Platin-Logo auf der PS5 richtig schick sogar. Also das sieht man ja auch da oben. Also das gefällt mir auch sehr gut, wobei ich eigentlich immer noch ein Fan bin der ganz alten Platin-Trophäe auf der PS3. Und ja, Leute, das war's jetzt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Projekt fandet. Wie hat euch GTA 3 generell gefallen, wenn ihr es mal selber gespielt habt? Konntet ihr mit der Definitive Edition leben oder war das für euch unspielbar? Oder das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, würde mich mal interessieren. Ich gehe nochmal alle hier durch, schnell, alle Trophäen. Aber da habe ich eigentlich schon zu Genüge drüber erzählt. Da brauche ich jetzt nichts mehr machen. Die schwierigste Trophäe war auf jeden Fall... Was war die schwierigste? Vielleicht Doktorspiele war jetzt nicht so einfach. Aber ansonsten war das eigentlich alles machbar und einfach nur zeitaufwendig. Also es waren ein paar Hauptmissionen dabei, die ich nicht beim ersten Mal geschafft habe, auch nicht beim zweiten Mal, aber so im Grunde genommen war das einfach nur zeitaufwendig. Aber ich glaube, auch hier haben sie es ein bisschen einfacher gemacht als im Original, glaube ich zumindest. Wenn nicht, dann korrigiert mich gerne, aber ja. Ansonsten, wie gesagt, es kommt nochmal eine Bonusfolge irgendwann. Denn, wenn man hier guckt, hier gibt es noch einige Achievements, die ich noch nicht geholt habe. Und es soll auch noch ein Outtake/Fail-Video kommen. Ich habe ja gesagt, ich sammle schon das ganze Projekt lang Outtake- und Fail-Szenen, die ich nicht mit reingenommen habe. Bei den Sammelaufgaben zum Beispiel. Oder generelle Fails, mal irgendwas, was vielleicht nicht mit im Let's Play war jetzt. Zum Beispiel, während ich Sammelaufgaben gemacht habe, sind auch kuriose Dinge passiert und da habe ich teilweise auch ein paar Sachen aufgenommen. Das werde ich irgendwann mal bringen, habe ich auf jeden Fall vor. Und ansonsten wird dann irgendwann nochmal eine Bonusfolge kommen, die aber nicht die Folge 30 sein wird. Das wird gar keine Folgenzahl haben, das Video. Es wird einfach nur ein Bonus sein, wo ich eben diese beiden Sachen ja angehe, 20 Mal verhaftet werden. Ich glaube, ich bin aktuell bei 6 Verhaftungen, aber da kann ich gleich nochmal drauf eingehen. Ich will sowieso gleich nochmal durch die Statistiken gehen. Und 2000 Autos in die Luft zu sprengen, ist natürlich auch so eine Sache. Das passt einfach nicht in so einen Platin-Run rein und deswegen wird das auch ausgeklammert. Ja, hier sieht man es nochmal, 100%, 75 Missionen begonnen, 73 abgeschlossen, 100 Päckchen, 20 Monster-Stunts, 112 Tage sind vergangen. Ich habe aber auch oft gespeichert, weil ich einfach wollte, dass es tagsüber ist, damit ihr mehr sehen könnt. Ich habe 538 Fahrzeuge explodieren lassen, das heißt, jetzt muss ich noch 1500 machen für dieses Achievement. 6 Mal verhaftet, das heißt, genau, 14 Stück fehlen noch. Ich war 57 Mal im Krankenhaus, aber ich muss sagen, ich habe auch in dem Spiel ganz oft von dem Death Warp Gebrauch gemacht. Also ich habe mich teilweise ins Wasser gestürzt, wenn ich weit weg war von einem Ort, zu dem ich hin wollte. Und ich wusste, okay, wenn ich jetzt ins Wasser springe, bin ich näher dran. Das habe ich ganz oft gemacht, deswegen wundert euch nicht, dass die Zahl so hoch ist. Und ich habe auch ganz oft bei den Rampages mich umgebracht, oder mich umbringen lassen. Einfach um den Rampage zu failen, weil ich wollte ja unbedingt euch auch noch die zweiten Fundorte der jeweiligen Rampages zeigen. Und da muss man ja einmal mindestens jeden Rampage gefailt haben. 709 Gangmitglieder erledigt, 94 Kriminelle abserviert, 8 Helis zerstört, 91 Kilo Sprengstoff verbraucht, Treffsicherheit 199, was heißt das? Keine Ahnung, was das heißt. Im Turismo-Rennen habe ich 152 Sekunden gebraucht, die Patriot Rally habe ich in 220 Sekunden geschafft, die Spazierfahrt im Park in 78 Sekunden, Checkpoint Fieber hat 283 Sekunden gebraucht, Vollgas, ist das wirklich richtig? Na gut, das sind
Bisschen über 4 Minuten. Ja doch, das kann schon hinkommen. Vollgas durch die Parkgarage. Heißt das durch die Parkgarage? Ich habe im GTA-Wiki gelesen, Vollgas im Parkhaus. Haben die das umbenannt oder so? Fällt mir jetzt gerade mal so auf. Das muss ich mir im Video dann nochmal angucken, wie ich das benennen möchte. Der längste Flug mit dem Dodo, 85 Sekunden, da bin ich immer noch stolz drauf. Das war dieser, ich würde schon fast sagen, legendäre Flug vom Airport bis direkt vor die Import-Export-Garage in Portland. Also das war wirklich mein bester Flug jemals. Vielleicht wird sich das auch nie ändern. Bestzeit-Bombenentschärfung 178. Geschrottete Fahrzeuge 26. Schnelle Autos, schnelles Geld. Da hatte ich mich nämlich gewundert, weil da nichts stand. Und auch hier jetzt nichts steht. Also es stand da nichts, auch nicht bei meinem alten Spielstand. Ich dachte vielleicht, wurde diese Mission vielleicht nicht mitgezählt? Und deswegen habe ich eine zu wenig? Das hat mich voll irritiert. Keine Ahnung, warum da nichts steht. Meiste Checkpoints, damit ist dieses Checkpoint-Rennen gemeint bei King Courtney, glaube ich. Ja, da habe ich 10. Geschrottete Autos steht gar nichts. Im Dschungel der Diablos hier. Und dadurch habe ich auch schon gesehen, okay, die hatte ich alle gemacht schon. Hier steht überall was, die ganzen Toys-Missionen. Zu Fuß zurückgelegt, ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Regenfälle 455 mm Regen. Weitester Irrsinnssprung 104 Meter. Nicht übel. Höchster Irrsinnssprung 16 Meter. Maximale Anzahl an Irrsinnssprungsaltos 2. Das war bestimmt da, wo ich bei Asker Kasen da runtergebrettert bin, da über die Kante, ihr wisst das, wo man immer flippt. Hundertprozentig, da bin ich sehr sicher. Bester Irrsinnsstunt bisher, dreifacher Irrsinnsstunt. Und die maximale Irrsinnssprungdrehung 648 Grad, wenn das Grad sein soll, wahrscheinlich. 111 Fahrgäste befördert. $216.000 verdient durch Taxifahrten. 84 Menschen gerettet mit Krankenwagenmission. Höchstes Level 12. Ja, was soll da auch anderes stehen? Na gut, wenn man nicht die 12 schafft, steht da halt eine niedrigere Zahl, aber egal. Erledigte Kriminelle bei Bürgerwehrmission 60. Gesamtzahl gelöschter Feuer 64. Tagesetat für Polizei 696.128. Was heißt das? So viel Geld habe ich ausgegeben, weil ich so oft gestorben bin, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich mich jetzt nochmal bei euch bedanken dafür, dass ihr euch das Projekt angeschaut habt. Und ja, es gab viele Kommentare, viele Bewertungen, sowas freut mich natürlich auch, aber es reicht auch schon, wenn ihr einfach das Video schaut. Also danke einfach, wenn ihr auch nur eine Folge davon gesehen habt oder einen Teil davon oder was auch immer. Ich freue mich über jede Person, die hier es sich gemütlich macht auf meinem Kanal und halt eine schöne Zeit hier hat. Wie lang auch immer das sein mag. Das muss ja jeder im Endeffekt für sich selbst entscheiden. Und ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und ich denke mal, das nächste Projekt wird dann Hogwarts Legacy sein. Und je nachdem, wie lang das dann wird, werde ich vielleicht hier und da mal ein kleines Projekt einstreuen, so für zwischendurch, damit ich nicht nur Harry Potter, beziehungsweise nicht nur Hogwarts Legacy bringe. Aber ich finde, man sollte dem Spiel auf jeden Fall eine Chance geben. Und ansonsten sehen wir uns sicherlich auch irgendwann in weiteren GTA-Videos wieder, denn das wird nicht das letzte GTA-Projekt sein. Irgendwann mache ich bestimmt auch nochmal San Andreas, vor allem, weil ich da keine Guides machen muss mehr, weil ich da ja schon welche gemacht habe im Original. Und da gab es auch schon eine große Karte, deswegen ist das dort nicht nötig, auch noch Guides zu machen. Das würde das Ganze auch nochmal viel gemütlicher machen für mich. Aber mal schauen, ich bin schon ziemlich sicher, dass ich das irgendwann mal machen werde. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen und wenn ihr wollt, sehen wir uns doch in den zukünftigen Projekten nochmal. Würde mich sehr freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.